Hallo und herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U. Ich muss euch leider gestehen, dass ich die ganze Chose von den letzten drei Leveln nochmal machen musste, weil ich aus Versehen, als ich synchronisieren wollte, wieder zurück ins Hauptmenü gegangen bin und das ohne zwischenzuspeichern. Und deshalb durfte ich dann schön von der letzten Burg, die wir hier links sehen, wieder starten. Deshalb hat sich mein Leben-Counter, glaube ich, ein wenig verändert und auch meine Ausrüstung. Aber die Sternenmedaillen habe ich mir extra nochmal in der Aufnahme angeguckt, was ich da alles geholt habe. Und jetzt gehen wir hier ins Geisterhaus, wo die erste Sternmedaille schon mal sehr... Was zum Geier? Okay. Ah ja. Macht Sinn, wenn man das so hinbekommen könnte. Aber wofür... Ja, erstmal hier reingehen. Ich hoffe, ich habe damit nicht schon die erste Sternmünze verpasst. Ich habe damit die erste Sternmünze verpasst, oder? Ach du Scheiße, was ist das denn hier für ein Geisterhaus? Geht gar nicht. Also hier könnten wir unten rein und wir könnten oben rein. Ich glaube, wir gehen mal oben rein. Wenn wir Pech haben, gehen wir dann genau an der Sternenmünze vorbei. Und wir gehen einfach ganz woanders hin. Hä? Was? Okay, also wie man an die Sternenmünze rankommen soll, weiß ich jetzt schon mal nicht. Erstmal das Ding hier aktivieren. Ah ja, das sieht mir doch sehr nach Secret aus. Aber generell hier dieses ganze Verschieben hin und her, vor und zurück, das macht mich gerade schon ein wenig kirre, muss ich sagen. Ja. Wenn man schnell genug wäre, dann würde man das auch hier hoch schaffen. Boah, war das knapp, ey. Ich glaube, es war gar nicht so knapp und die erste Sternmedaille haben wir jetzt logischerweise liegen lassen. Ich habe gedacht, da müsste man irgendwie anders noch hinkommen. Aber ich glaube, da war ich einfach zu dumm für. Gehe ich mal schwer von aus. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch eine Feuerblume. Boah. Ich mache es gerade aber auch ein bisschen zu spannend, kann das sein? Das kommt mir so vor zumindest. Ja. Gut, irgendwo muss die auch die richtige Tür noch sein. Das finde ich jetzt aber ein bisschen paradox. Die Sternmünze war einfacher versteckt als die richtige Tür. Oder kommt... Oh, jetzt hätte ich beinahe die Münzen alle eingesammelt. Die Tür ist nicht so toll. Und hier... Was? Hä? Schalter nach rechts? Wie? Hä? Moment. Hier kann man nicht rein. So viel steht fest. Was wollen die mit dem Schalter da? Vielleicht, wenn wir den P-Switch aktiviert haben. Dann vielleicht hier unten rechts rein. Kann das sein? Ah, aber ob das jetzt so... War das die richtige Tür oder war das für die Sternen? Das war die richtige Tür. Es macht mich gerade echt voll fertig, ey. Das ist so verwirrend. Geht gar nicht. Hier werden wir... Was? Okay. Spring. Ja. Hätten wir da noch höher gekonnt? Ich weiß es nicht. Wenn das jetzt hier schon wieder der richtige Weg war, dann haben wir schon wieder was verpasst. Das wäre... Ja, es war der richtige Weg. Also dieses Geisterhaus, ich glaube, das betrachten wir uns sogar direkt im Anschluss nochmal. Weil ich fand es gerade sehr interessant und ich will es gerne auch nochmal machen. Warum auch immer, aber ich finde es cool, ja. Mir wurde ja auch geschrieben, dass das mal ganz cool ist, dass ich die Reihenfolge, wie ich die Sternmünzen einsammle, nicht ganz so wie andere Let's Player vielleicht machen. Also ich könnte es mir vorstellen, dass viele es eben so machen. Erstmal durch alle Welten durch und dann mal gucken, was so kommt. Ich mache es eher so random, aber ja, ihr habt es jetzt bis jetzt habe ich noch nicht so weit hochgeladen, dass ihr gesehen habt, dass ich in einer Welt überhaupt was verpasst habe insgesamt. Was ich hier machen muss, keine Ahnung. Also im Großen und Ganzen, das, was mich eben verwirrt hat, war genau das, was wir da sehen. Diese Schlange nach oben. Was kann das bedeuten? Ich könnte mir vorstellen, dass man hier vielleicht einen Wandsprung machen soll. Das probieren wir gleich auch mal aus. Oder? Vielleicht auch, dass man nur die obersten Blöcke öffnen soll. Das könnte auch sein. Und ich hätte mich hier beinahe eingesperrt. Das wäre es natürlich auch gewesen. Weil diese Sternmünze da erscheint mir doch höchst mysteriös gerade. So, wie machen wir den? Da ist doch kein unsichtbarer Block, oder? Nee. Hä? Ah!
Okay. Das war jetzt absolut mehr durch Zufall gefunden als durch alles andere. Das gebe ich hundertprozentig zu und da will ich auch nichts sagen. Aber was diese Münze da oben soll, man weiß es nicht so genau. Egal. Sind wir einfach glücklich mit dem, was wir jetzt haben hier. Und das, was ich hier auch sehr positiv gelöst finde, wofür ich auch dankbar bin, ist, dass die P-Switches wieder erscheinen. Dass man sich hier keine unschaffbaren Situationen machen kann, was sowieso eigentlich für jedes Spiel ziemlich dämlich ist. Hätten wir woanders reingekonnt? Ich habe schon wieder vergessen. Aber wir sind ja, die zweite Sternmünze haben wir ja schon. Also von daher, das sollte schon passen so. Ja, wo war ich? Ich habe schon wieder vergessen. Hier unten müssen wir rein, ne? Hier? Richtig, wunderbar. Genau, dass man sich keine unschaffbaren Situationen schaffen kann und auch, dass man... Ich glaube, selbst die Sternenmedaillen kann man nicht in eine unschaffbare Situation reinbringen. Das ist auch schon mal sehr positiv. Hier kann man rein? Nee, das war ein anderer Weg als eben. Gut. Muss ich hier... Das erscheint mir so seltsam, dass hier einfach... Tür hinter einer Tür? Das macht irgendwie keinen Sinn, der Raum. Hier habe ich doch hundertprozentig was verpasst, oder? Ja. Ah, vielleicht mit dem P-Switch. Das könnte sein. Dass wir jetzt hier in dem Raum was verändern? Bitte, bitte, bitte? Nee. Hä? Er will, dass wir nach rechts gehen. Ja. entweder ist das wirklich jetzt nur so eine Art Verarscheraum? Ja. Habt ihr gesehen, der Geist hat uns ausgelacht. Ah nee, der lacht uns immer aus. Egal, ob wir verkacken oder nicht. Dann will ich das mal so hinnehmen und den Geist nochmal sagen, da hast du nochmal Glück gehabt, mein Freund. Und jetzt weiß ich auch, wie man in die Münzen da dran kommen soll, weil ich hab die Münzen immer einfach so eingesammelt. Natürlich muss man die erstmal stehen lassen und dann könnte man auch da hochgehen. Aber das wollen wir an der Stelle einfach mal gar nicht, sondern nur weiter. Und jetzt haben wir schon 94 Leben. Also ich glaube, die 99 Leben hier zu bekommen, ist sehr einfach. So viel steht fest. Ich weiß nicht, ob man vielleicht wieder so wie bei anderen Spielen irgendwie 999 Leben sammeln muss oder was auch immer. Hier würde ich... Geht es da überhaupt rein? Ey, jetzt will er nicht. Mal gucken. Oder gibt es da eine Münze für? Nee, da geht sogar rein. Hä? Oder kommen wir bei beiden... Nee, jetzt haben wir... jetzt haben wir ein ganz anderes Areal hier. Was ist denn da los? Sag ich mal normal. So, erstmal hier alles wegsammeln, damit wir da runter können. Ich weiß nicht, ob das so klug war, aber eigentlich, was hätten wir sonst machen sollen? Hä? Das hier ist nur da, um Münzen zu sammeln. Sehe ich das richtig? Ich hoffe schon. Das verwirrt halt immer ungemein. Wenn man Räume hat, normalerweise ist es in Geisterhäusern ja so, oder oftmals ist es in Geisterhäusern so, dass man weiß, okay, ich habe eine gewisse Anzahl an Türen, ich habe eine gewisse Anzahl an Wegen, ich brauche einen Weg, um weiterzukommen, der Rest ist für Sternmünzen. Oder eventuell auch Secret Exits, da will ich jetzt auch mal nicht von ausgehen, dass es sowas hier nicht gibt. Aber hier ist jetzt eben so, wir haben auch diverse Räume einfach nur für Münzbelohnung und das macht mich halt gerade so ein bisschen fertig. Das ist auch der Grund, warum ich eben einmal verreckt bin. Das hat man, glaube ich, auch relativ gut mitbekommen. Einfach mal ins Leere gesprungen, ja. Ich meine, wenn man davon ausgeht, dann erscheint es so logisch. Aber ich habe gedacht, wir müssen hier den Leap of Faith wirklich setzen. Und wenn es nix wird, dann habe ich halt Pech gehabt. So, was machen wir jetzt? Wir gehen erst nochmal hier die Türen ab. Ich weiß ja nicht. Also hier die Tür... Wir haben hier den komischen Pfeil, aber der sagt uns doch eigentlich nur, dass wir hier in die Tür müssen, oder? Hier gibt es keine unsichtbare Tür oder so, hoffen wir es mal. Vielleicht gibt es hier auch... Moment. Hier ein bisschen rumspringe, unsichtbare Blöcke vielleicht? Nee. Okay. Sehe ich ein? Dann... Ja. Nee, geht schon wieder hier rein, was mache ich denn? So können wir auch unsere Zeit vertrödeln. Ja, die dritte Sternmedaille will ich jetzt halt schon mitnehmen, weil sonst müssten wir noch ein drittes Mal hier rein und das ist nicht so schön. Deshalb gehe ich lieber Wege doppelt, anstatt Wege zu verpassen. So, was passiert denn? Hier rein kann ich schon mal nicht. Das ist sehr gut. Nee, eigentlich will ich... Hier kann ich rein. Okay, das ist interessant. Und das ist jetzt für ein Item. Was? Was? Okay, hier hätte ich gerne den Stern, wenn es möglich ist. Nee, das war
Da. Sogar das dümmste Item, was man noch hätte mitnehmen können. Muss nicht sein, ey. Aber die Buhus hier, die lachen schon irgendwie anders. Die haben irgendwie so ein bisschen Grinse. Grinsemedizin genommen, keine Ahnung. Wenn es ihnen gefällt, dann lassen wir sie. So, hier haben wir jetzt das nette Ding, was wieder nur die Pfeile erscheinen lässt. Okay. Gehe ich mit. Hätten wir das eigentlich auch ohne die Pfeile machen können? Wahrscheinlich schon. Gibt es hier vielleicht... Hier gibt es nichts mehr, nee. Ja toll, jetzt können wir hier nicht mehr hin. Dummes Bild-Scrolling. Wer braucht sowas? Okay, dann gehen wir hier nochmal weiter. Und dann muss jetzt zwangsläufig in dem Raum, in dem wir jetzt kommen, die Sternenmedaille irgendwo sein. Hier in dem Raum? Also, dadurch, dass wir oben zum Exit kommen... Hä? Och nö, oder? Ey. Diese Räume hier, sie machen mich einfach eiskalt fertig. Geht gar nicht. Nee. Was? Ich hab keinen Bock auf sowas. Das sind einfach nur wieder solche Trollräume. Ich hab's ja schon mehrfach angesprochen. Hier gibt's... Nein, hier gibt's nichts. Hier gibt's auch nichts. Wenn ich den P-Switch hier aktiviere und in die Tür reingehe, vielleicht? Bitte? Nein. Okay, letzte Möglichkeit, die ich mir eventuell noch vorstellen könnte. Ganz schnell springen auf der Plattform, wenn wir sie erschaffen. Das wäre jetzt so mein letzter Vorschlag. Oder was ist hier noch drin? Eine Feuerblume. Na toll. Also wie gesagt, ganz schnell springen, wenn wir da drauf sind. Ganz schnell hoch, 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 hoch. Nö. Das sieht schlecht aus, oder? Ja, eigentlich schon. Hä? Moment, jetzt nochmal nach ganz links. Vielleicht gibt es ganz links noch was? Nö. Ah, okay, ein Stern. Der ist eigentlich recht sinnvoll, um die Dinger hier erstmal wegzuschaffen. Ich weiß nicht, eigentlich hätte man den wahrscheinlich mit hochnehmen sollen noch, aber dazu war ich jetzt irgendwie nicht in der Lage. Hm. Geht das echt so schnell weg? Weil ich bin der Meinung, wenn man da schnell genug ist, kann man vielleicht oben durch die Decke. Aber es ist vielleicht auch nur eine Fehleinschätzung. Ich hoffe nicht. Ja, gleich haben wir alle unsere Blumen, Pilze, Power-Ups verspielt. Nee, ich find's nicht. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist die Frage, wollen wir... Wir wollen eigentlich nochmal ins Ziel gehen, ja. Gut, bei dem Geisterhaus hier sind wir jetzt zum zweiten Mal lang gegangen. Ich habe keine Ahnung, wo sich die Sternenmünze verbergen könnte. In diesem Sinne, gib mir einen Tipp. Sonst habe ich keine Ahnung. Vielleicht kommt man da oben dann raus. Das ist ja auch sowas wie ein Türansatz. Wenn man den richtigen Weg findet. Ob's, ja, wenn es wirklich damit zu tun hat, dass man da oben durch die Decke springen muss, nur halt einen richtigen Punkt erwischen muss, dann würde mich das schon so ein wenig enttäuschen. Weil dann hätten sie das ein bisschen großräumiger machen können. Nicht, dass man dann nur durch eine Lücke durch kann und sowas. Das, ja. Aber ich gehe einfach mal... Wow. Dass ich da durchgekommen bin, war mehr Glück als Verstand. So, die Eiswürfel, Eisfälle, Wendys Steinblockfestung. Ja, und da haben wir wieder eine Münze stehen lassen. Aber es gibt ja eh noch ein paar Münzen, die ich... Also, ein paar zweite Durchgänge mache ich. Ich weiß noch nicht, ob es mich... Also, das da sieht doch mal mega verdächtig aus. Aber es sieht auch mega danach aus, als könnte man hier verrecken. Sollen wir es riskieren? Ne, mit Mini-Mario. Ich glaube, wir haben gar kein Mini-Mario mehr übrig. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Weil sowas sieht schon wieder nach einem offensichtlichen... Nee, oder? Nee, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Es ist sehr eng bemessen. Oder? Na, es könnte klappen. Es ist so ein Zwiespalt. Ich will, aber... Ja, doch. Oh, toll. Ja, danke auch für die paar Münzen hier, ey. Toll, ja. Es ist herrlich. Immer dieses Trollspiel. Es verstärkt sich aber auch von Level zu Level. Das ist so krass. Es wird immer mehr mit dem Trollen. Und es will mich einfach nicht in Ruhe lassen. Ich glaube auch, wurdet ihr auch so hart getrollt von dem Spiel, als ihr es das erste Mal durchgespielt habt?
diejenigen von euch, die es schon durchgespielt haben. Bei den anderen würde diese Frage relativ wenig Sinn machen, behaupte ich mal. So, hier gibt's nichts. Aber ich frage mich, warum Wendy jetzt hier so mit Kränen oder dergleichen in Verbindung gebracht wird. Also, na gut, was heißt Kräne? Das sind eigentlich nur Plattformen, die sich hin und her bewegen. Aber, ja, keine Ahnung, warum das jetzt so zu Wendy passen soll. Das hier unten sieht auch schon wieder verdächtig aus. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie da eine versteckte Sternmünze reingebastelt haben. Oder hier oben. Aber auch das... Wenn dann nur mit Flughörnchen, Mario. Alles andere kann ich mir wieder nicht vorstellen. Hä? Okay, hier muss man hundertprozentig eine Stampfattacke machen, oder? Nicht? Wofür sind die Dinger dann? Nee. Irgendeine stärkere Stampfattacke haben wir nicht. Auch nicht mit Feder Mario oder was auch immer. Das hier sieht mir irgendwie auch wieder danach aus, als könnte man nach oben irgendwelche Sternmünzen... Ich glaube, ich bin jetzt viel zu stark auf Sternmünzen insgesamt fixiert. Da mache ich manche Sachen so... Ja, übertreibe ich... Ah, okay. Gut. Wenn das wirklich die erste Sternmünze ist, dann wäre das cool. Aber doch, es ist die erste Tatsache. Also sie haben hier bis zur Hälfte oder bis annähernd zur Hälfte keine Sternmünze. Das ist echt eine Seltenheit in den Leveln. Deshalb müssen wir uns jetzt nach der Mittellinie leider umso mehr umgucken, um nichts zu verpassen. Weil die Burgen... Mir wäre es schon sehr dran gelegen, dass wir die Burgen wirklich beim ersten Mal abschließen können, weil die Burgen sind nun mal die längsten Level und die Burgen haben nun mal auch noch Bosse. Und wenn man das alles miteinander verrechnet, kann man sich da, wenn man eine Sternmünze verpasst, schon zeitlich ein wenig verkalkulieren. So, das war jetzt irgendwie knapp, aber es hat funktioniert. Ja, also so schwer finde ich das Level jetzt ehrlich gesagt nicht. Also das Zerquetsche-Level in Burg 2 war da deutlich schlimmer, ja. Das, ja, man sieht es glaube ich auch. Aber sternmünzenmäßig bin ich immer noch der Meinung, wir verpassen hier hundertprozentig was. Auch wenn das hier schon wieder so danach aussah, aber... Wäre mal wieder nichts. Moment. Wenn wir hier vielleicht... Nein, das war jetzt nicht so toll. Hä? Wie komme ich denn da hin, bitte? Nee, so auch nicht. Hä? Nee. Ich bin überzeugt, dass man das schon mit einem Wandsprung machen müsste. Aber den muss man, glaube ich, ganz oben ansetzen. Na. Genau so nicht. Na, auch das klappt nicht. Wenn ich da jetzt... Ja. Ich bin so klug, ich weiß. Wenn ich das jetzt richtig angesetzt hätte, hätte das vielleicht sogar funktioniert. Aber ich will es mal nicht beschwören. Dieser eine Block da, ich meine, wir können ihn ja spaßeshalber auch einfach mal von oben aktivieren und dann sehen, wenn da eine Ranke rauskommt, dann haben wir halt verschissen. Aber dann wissen wir es zumindest, dass wir da auch was machen müssen und irren nicht dann mit unseren gesamten Power-Ups da rum, verlieren alles, um dann zu merken, oh, da ist hier nur eine Münze drin oder so. Ja, das könnte ich mir sogar vorstellen. Wie gesagt, Trollspiel. Also, es kommt immer und überall wieder zur Geltung. Und es will uns, glaube ich, auch nie wieder loslassen, dieser Gedanke. Ja, muss aber nichts Schlechtes sein, denn Trollspiele sind meistens auch recht cool. Wenn man zumindest dahinter kommt und manche... Oh, das klappt doch sogar, oder? Kommt mir das gerade nur so vor, wenn ich von hier... Von dem linken Block aus nach oben springen will mit ein bisschen... Ja, es passt sogar. Toll. Und ich mach's mir so schwer, ja. Gut, die Swims auf der anderen Seite. Zum einen finde ich es cool, dass sie sie wieder eingebaut haben. Seit Super Mario World wurden die immer so ein bisschen geschont von Bowser. Man weiß nicht warum. Das war jetzt auch super dämlich, aber es hat noch funktioniert zum Glück. Gut, hier unten die Röhre haben wir gesehen und das war unnötig. Ja, gut, wir haben eh schon fast alle Power-Ups wieder verloren gehabt. Und ich glaube, so wird das auch nichts mit den 99 Leben, wenn ich so weitermache. Weil man muss sich überlegen, die Welten werden immer schwerer. Mich wundert zwar gerade, warum wir keine Münzen, keine Leben verlieren. Wahrscheinlich, weil wir die ganze Zeit wieder Münzen einsammeln. Was? Knochentrocken hat mich gebissen. Oh mein Gott. Ja. Vielleicht sollte man einfach mal ein Power-Up nehmen, weil... Na, wir haben noch... Einen freien Platz haben wir noch, das schickt. Ich glaube, mehr als zwei Power-Ups bekommt man hier sowieso nicht beim Minispielen, was auch ziemlich dämlich wäre, in Anbetracht dessen, dass man eben so eine relativ kleine Inventarleiste hat. Mir wurde ja mittlerweile geschrieben, dass man auch wirklich nur diese eine Inventarleiste hat und darüber nichts mehr gespeichert wird.
Also, höchstwahrscheinlich dann die Items überschrieben werden, wenn man mehr einsammelt. Ach nee, Quatsch, wir haben es ja schon gesehen beim letzten Mal. Das ist das Problem. Ich kann mich an eure Kommentare zu den ersten Parts mehr erinnern, als zu meinen eigenen Erfahrungen aus den letzten paar Parts. Und das, ja, wirkt dann wahrscheinlich alles so ein bisschen unaktuell. Das tut mir auch leid, aber ich habe momentan halt Ferien, ich nehme relativ viel auf, ich kann... Oh! Swims kann man töten? Krasse Sache. Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Das werden wir gleich mit dem hier auch mal machen. Oder? Kommst du nochmal rüber? Oh, nee, kommt er nicht. Na, dann lassen wir ihn halt am Leben. Und hier warten wir. Ganz wichtig. Jetzt haben wir mal unsere Eisfähigkeit behalten. Und die wollen wir dann auch mal durchschleppen. Ja. Es kommt mir gerade ein bisschen schleppend vor, jetzt gerade die letzten beiden Welten. Aber insgesamt ist Welt 3 doch relativ klein. So wie es aussieht. Was soll mir das? Was soll mir der Raum denn? Ah, okay. Ja. Ist jetzt nicht der schwerste. Wow. Ich war noch im Satz. Ich hätte den Satz noch abbrechen können. Ist jetzt nicht der schwerste Gedanke, den ich gefasst habe, wollte ich natürlich sagen. Nein. Ist klar, was ich sagen wollte. Ja, das wäre auch beinahe dann voll schief gegangen. Das war die dritte Sternmünze? Really? Moment. Also... Das stimmt mich jetzt unzufrieden. Um ehrlich zu sein. Ja. Sehr. Was? Moment. Hier kann man ja immerhin noch die schönen Wandsprünge machen. So kann man sich dann auch immer wieder retten. Dadurch, dass die anderen Dinger ja von da unten kommen. Das hier sieht nun mal auch so mega verdächtig aus da unten, aber... Ah, okay. Ich sehe es. Und mir gefällt es nicht. Müssen wir hier tatsächlich den Thwimp oben in der Luft einfrieren? Nee, das geht gar nicht. Hä? Flughörnchen Mario? Fragezeichen. Wollt ihr mir das damit sagen? Ich glaube, ihr wollt mir das damit sagen. Sowas wie ein Spinjump können wir, glaube ich, nicht. Ansonsten wäre klar, wie wir da hinkommen. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir das hier ein zweites Mal machen müssen, ja, bringen wir uns mal um. Tschüss! Ja, ich weiß nicht, also, bis auf Flughörnchen Mario fällt mir da jetzt keine Möglichkeit ein und es verwirrt mich so ein bisschen, dass wir den nicht bekommen in der Welt, aber das ist eine andere Sache. Und ich behaupte, aus reiner Sicherheit setzen wir den Stern einfach auch nochmal ein. Kann ja nicht verkehrt sein, ganz ehrlich. Nicht, dass wir den anderen jetzt verlieren, weil die Sterne brauchen wir ohnehin nicht. Ja, jetzt kriegen wir schon eine Hilfe, weil ich einmal absichtlich gestorben bin und... Ja, toll. So, jetzt möchte ich bitte nochmal kurz auf den Stern hören, weil ich so ein bisschen Schiss habe, dass der, ja, dann ausgeht, wenn ich gerade noch einen Gegner schrotten will. Ist auch wieder ganz beliebter Fail, sowas. So, hier jetzt ein bisschen aufpassen. Die Lücke war es beim zweiten, das sehe ich richtig. Ja, können wir einfach mal runter, ist glaube ich sinnvoller. Jetzt nicht hier verrecken an dem. Nein, 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 das war nix. Wir müssen schon nach oben drauf, sonst haben wir nicht genug. Toll. Wieso habe ich das eben nicht gefunden? Ich bin der Meinung, ich bin da oben drauf rumgesprungen. Hundertprozentig bin ich auf diesen Block rumgesprungen. Hä? Oder bin ich elegant immer dran vorbeigesprungen? Ja. Das sieht mir nach keinem netten Raum aus. Hier ist Beobachten wohl das Wichtigste. Sieht mir fast danach aus, ja. Ja. Oder einfach durchrennen. Das kann auch manchmal helfen, wenn das geklappt hätte, ey. Das wäre geil gewesen. Aber hier braucht man tatsächlich, oder, ja... Es scheint zumindest so, als bräuchte man zwei Power-Ups, um da ordentlich durchzukommen, was schon ziemlich krank ist. Kommst du nochmal? Nee, will er nicht. Schade. Na toll, jetzt habe ich... Oder? Jetzt kriege ich ihn, oder? Ja, wunderbar. Immerhin das. Nochmal einen Pilz mitnehmen, ganz wichtig. Und den kriegen wir leider auch nicht. Haha, einfach mal dran vorbeigesprungen. So kann man es auch machen. Ja, also dass die Thwimps hier von Super Mario World wieder ausgraben, gute Sache. Da kommt auch wieder ein bisschen Retro-Feeling rein. Ich behaupte, die waren echt seit Super Mario World in keinem Mario-Spiel mehr drin, oder? Ich könnte mich zumindest nicht dran erinnern, ne. Gut, und das war dann... Was? Moment. Achso, ja.
Wir haben natürlich die eine Sternmünze da vergessen, ist klar. Wenn ich die jetzt nicht mitgenommen hätte, das wäre auch bitter gewesen, aber zum Glück konnte ich mich noch dran erinnern. Die war ja nicht wirklich schwer, ne. Auch wenn ich beinahe dran verreckt wäre, aber die war nicht wirklich schwer. Badebam und ja. Ja, ne. Ist okay. Man muss halt nur darauf achten, dass man hier nicht zu viel will und auf die zweite Plattform springen will. Das war beim letzten Mal mein Fehler. Und wenn man den beachtet, dann ist das alles kein Problem mehr. Ja. Und dann können wir uns hoffentlich auch mal zu Wendy begeben. Ich bin gespannt, was sie hier in dem Teil drauf hat. Das Schloss sieht ja so aus, als hätten wir es höchstwahrscheinlich... Oh, eine weiße Öffnung? Okay. Als hätten wir es höchstwahrscheinlich wieder mit so einer Art Plattform-Endgegner-Level zu tun. Also, ja, nur eine kleine Plattform, auf der wir kämpfen. Oder halt ein veränderliches... ja, veränderlicher Raum. Man weiß es nicht so genau. Oder eben Wendy mit ihren berühmten Ringen. Mit ihren Zauberringen. Müsste ja eigentlich. Oh, jetzt hat sie Armreifen bekommen hier, oder was? Sie hat sich aber auch ganz schön aufgedonnert seit den letzten Spielen, kann das sein? Nein! Oh Gott, ja. Moment. Hat der Eiszapfen sie gerade geowned? Okay, das könnte blöd werden. Das sehe ich ein. Ja, Nummer 2. Ich will nicht, dass die Eiszapfen darunter fallen. Ich hab Schiss. Ich hab die ganze Zeit Schiss, weil die sind ja wirklich überall platziert. Das ist das große Problem dabei. So, wenn du jetzt hier runterkommst, dann wär's das gewesen, wenn ich nicht zu dumm bin, um abzuwarten, ey. Meine Fresse. Dumm. Ja, I'm sorry. Jetzt müssen wir die ganze Chose nochmal machen. Juhu, es war ja auch beim ersten Mal gar nicht nervig oder so. Aber der Block kommt schon schnell, kann das sein? Oder kommt mir das gerade nur so vor, weil ich... Ja. Wie oft sind wir jetzt in der Welt gestorben? Wann kommt der Block? Nach 5-mal sterben? Vielleicht. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Was kann ich denn erzählen? Ich war heute... Ich habe heute scheiße geschlafen, weil ich heute mal wieder früher raus musste. Weil ich heute zum Zahnarzt musste. Ja, tolle Sache. Ich habe eigentlich nichts gegen Zahnarzt, aber ja, die Tatsache, wenn man dadurch, ja, toll. Also wenn ich die Sternmünze hier jetzt bekomme, ohne ein Power-Up, dann huldigt mir. Aber gefälligst sehr. Ich glaube, man muss, es gibt ja immer einen gewissen Zeitraum, in dem keiner von beiden, ja, in dem keiner von diesen beiden Wellen springt. Wenn man diesen Zeitraum überbrückt, so gesehen, indem man einmal springt, könnte das sogar ganz gut werden. Aber ich muss ein Power-Up da mindestens mit reinnehmen, sonst habe ich da keine Chance. Das kann man schon mal festhalten. Ja, Zahnarzt und so. Habe ich erzählt. Ja, ist eigentlich immer eine relativ kurze Angelegenheit. Glücklicherweise, ich habe glücklicherweise auch sehr gute Zähne, sehr pflegeleichte Zähne, sage ich mal. Weil mir auch schon immer als Kind eingetrichtert wurde, du musst Zähne putzen, Zähne putzen, Zähne putzen. Und das ist auch gut so. Kann ich nur empfehlen, weil dann spart man sich den ganzen Scheiß hinterher. Ja. Ist so ein bisschen wie wenn man sich nicht wäscht. Das kann man wirklich vergleichen. Das eine ist zwar für viele Leute wesentlich ekliger, aber alles in allem, ja, vom Zeitaufwand her und von der Hygiene her, kommt eigentlich beides auf selbe raus. Auch wenn man das vielleicht, ja, nicht so einschätzen würde, keine Ahnung. Schwierig. So, jetzt können wir hier zum Beispiel dazwischen springen, was uns nichts gebracht hat. Wo ist jetzt hier der Safe Spot? Nirgends oder was? Okay, hier was. Nein! Oh, wenn ich den abgewartet hätte, das hätte funktioniert. Es ist so unschätzbar wertvoll, wenn man mit zwei Power-Ups in sowas reingeht. Ja, das ist mal eine harte Sternmünze. Und das ist mal ein nerviger Knochentrocken hier. Meine Fresse, was ist denn gerade los? Kann doch nicht wahr sein. Wir waren doch schon beim Boss. Mit zwei Power-Ups, ja? Und haben verkackt. Das geht gar nicht. Naja, egal. Ja. Heute Nacht schlecht geschlafen, habe ich auch erzählt. Weil 9:30 musste ich aufstehen. Das ist voll früh. Meine Güte, ey. Gut, manche Leute müssen mittlerweile schon wieder arbeiten nach Neujahr, aber gut, die sind wesentlich ärmer dran. Aber das ist alles eine Frage der Umstellung. Wenn ich jeden Tag um 6 aufstehen müsste, dann würde ich mich auch daran gewöhnen. Keine Frage.
Aber wenn ich jeden Tag bis um 3 wach bleibe und dann bis um 12:30 penne und dann einmal um 9:30 aufstehen muss, dann kann ich erstens abends nicht pennen, weil ich dann entweder früher pennen gehen muss und dann nicht einschlafen kann, weil ich nicht müde bin, oder ich gehe genauso spät pennen wie sonst und bin dann morgens saumüde. Also ich bin eigentlich, egal was ich mache, morgens saumüde. Das gibt sich nicht viel. Ich glaube, das ist immer dieselbe Stelle, an der ich Mist baue, kann das sein? Ich glaube ja schon. So, und jetzt ist genau derselbe Fehler wie eben. Ich bin zu spät. Ich bin definitiv zu spät. Das hätte man jetzt, glaube ich, 1:1 als Live-Replay hier nebenbei laufen lassen können. Ich bin zweimal genau an derselben Stelle getroffen worden. Krasser Scheiß. Genau an denselben beiden Stellen, muss man hier noch dazu sagen. Ja. Ein zweites Power-Up wäre schon schön. Ich meine, ich könnte ja auch einfach mal eins einsetzen, aber dafür bin ich mir dann irgendwie auch zu faul, beziehungsweise denke mir so, ja, du willst ja jetzt doch nicht einfacher machen. Weil sowas ist ja auch irgendwie lame, oder? Also, wenn man die Möglichkeit hat, spielt man halt so, ohne die Power-Ups zu nutzen. Oder? Ich weiß nicht. Später werde ich wahrscheinlich noch auf Power-Ups zurückgreifen müssen, weil es sonst einfach viel zu hart wird. Ich meine, wenn ich hier zum Beispiel kein Power-Up bekommen würde vor der Röhre, dann würde ich auch verrecken, jämmerlich. Und dann würde ich auch hundertprozentig vorher schon eins einsetzen. So, genau so macht man es einfach. Ja. Und jetzt müsste ich eigentlich springen, kann das sein? Ja, jetzt müsste ich springen. Und das war der Fehler. Und das war noch dümmer. Ich habe gedacht, der springt schon lange. Da war ich mir jetzt unsicher, ob ich durchlaufen soll oder nicht. Eieiei. Nee, ey, wie oft sind wir jetzt da schon gestorben? 3-mal? 4-mal? Irgendwann müssen die Fails ja auch mal anfangen. Das ist wieder typischer Burgenfail. Ich glaube, ich habe so eine Burgenphobie. So ein bisschen, ja. Weil es halt immer die längsten Level sind. Und man, wenn man verkackt, dann auch wirklich. Und da muss man auch wieder so viel neu machen. Und dann spielt man auch dementsprechend nervöser. Und naja, eigentlich spiele ich nie nervös, aber fehlerlastig. Ja. Toll. Münzen, Münzen, Münzen. Wie viele Leben haben wir jetzt verloren? Viel zu viele. Wir machen mal auf 96, kann das sein. Wenn man dann noch bedenkt, dass wir hier ständig Münzen in den Arsch geschoben bekommen, ist das schon irgendwo peinlich. Aber ich meine jetzt zu wissen, wie ich das taktisch hier angehen sollte. Man sieht ja sogar auf dem Boden, wo die lauern und wo sie nicht hinkommen. Wenn man das immer so macht, ja, dass man da landet, wollte ich sagen. Wow. Dann sollte das doch eigentlich absolut kein Problem sein. Ich glaube, das war mein Fehler, dass ich nicht auf die Bodentextur geachtet habe. Das wäre wesentlich leichter gewesen, ja. Man sieht es. Es tut mir leid. Da war ich blöd. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wofür diese blauen Dinger da gut sind. Einfach nur, um mir anzuzeigen, wo die Swims hinspringen. Was auch durchaus eine sinnvolle Geschichte ist. Und warum ich den da immer töten wollte, ist auch eine gute Frage, weil der macht mir eigentlich gar nichts. Der hier andererseits dann eher... Das war jetzt nicht so klug. Wow. Das war allerdings sehr gut. Also, wow. Das hätte auch in die Hose gehen können. Jetzt will ich zu schnell machen. Das ist halt immer der große Fehler, den man macht, wenn man irgendwo hängt. Und dann wird es halt immer schlimmer. Deshalb muss man sich an manchen Stellen auch einfach mal sagen, ja, ihr Zuschauer müsst das zwar gerade ertragen, aber ich auch. Und für wen ist es wohl schlimmer? Hä? Na? Da dürft ihr dreimal raten, ja. Ist klar. So, was haben wir denn jetzt? Immer noch die Wumps hier. Immer noch schnell durchrennen angesagt. Kriegen wir jetzt wenigstens... hinten war noch ein Power-Up, oder? Hundertprozentig war hier noch eins. Ich meine, das Spiel ist sogar sehr fair in der Beziehung. Das muss man einfach mal anerkennen. Ja. Aber einfach immer vor dem Bossgegner noch ein Power-Up zu geben. Auf der anderen Seite muss ich gerade sagen, wo ich das mit Zahnarzt erwähnt habe, ich habe immer noch so einen ekligen Nachgeschmack im Mund. Ich glaube, das ist so von dem Gummihandschuh, den die immer tragen. Ich glaube, die haben irgendwie jetzt so Gummihandschuhe mit Geschmack erfunden oder so. Das ist einfach richtig eklig. Ne. Aber früher konnte ich das auch nicht abhaben. Da gab es immer so eine Versiegelung. Die hat immer so eklig gerochen. So, meine Freundin. Okay, ihre Ringe hat sie immer noch, aber... Ich glaube, in Eis ist sie deutlich einfacher als in Wasser, auch wenn wir das beim ersten Mal ein bisschen verkannt haben. Es ist doch so einfach, ey. Also ganz ehrlich, warum bin ich da eben gestorben?
Das war einfach nur aus der Tatsache heraus, dass ich gedacht habe, du hast jetzt ein Power-Up eingesetzt, du hast jetzt alle Sternmünzen mit Ach und Krach bekommen und dann musst du es auch schaffen. Und wenn man sich das mal anguckt hier. Peinlich. Echt ein wenig peinlich. Aber okay. Es wird schon passen. Und jetzt haben wir Welt 3 auch tatsächlich abgeschlossen. Und Mario raged mal wieder ein bisschen auf dem Luftschiff rum. Ich meine, was hat der davon, dass die Luftschiffe kaputt sind? Na gut, wir haben auf dem Luftschiff gekämpft. Auch das ist ja in Anlehnung an Super Mario Bros. 3, für diejenigen, die es nicht wussten. Da hat man ja auch die Bowser-Kinder immer auf dem Luftschiff besiegt. Was in den letzten New Super Mario Bros. Teilen nicht der Fall war. Also da hat man die immer in Burgen besiegt. Und hier jumpt man dann nochmal von der Burg mit der Kanone weg.